There's no action, no action. No, we're gonna have an interview. I'm sitting here, very satisfied. We are waiting in the moment, waiting for some Indians more and waiting for some canoes more. And when we have some canoes more, we are waiting for some Indians more. That's our problem in the moment. And in 1 hour it's too late. In 1 hour it's absolutely too late. Von Dokumentation über Experimentalfilme bis hin zum Spielfilm reicht die Filmografie des Kameramanns Thomas Mauch. Seine Arbeiten sind von einem intensiven Realismus-Eindruck und Anklängen an das Dokumentarische geprägt, wodurch er als maßgeblicher Mitgestalter einer wenngleich kurzen Filmepoche bezeichnet werden kann, die des neuen deutschen Films. Diese filmgeschichtliche Strömung verlangte, die Wirklichkeit ins Kino zu lassen und wurde maßgeblich von Regisseuren wie Werner Herzog, Alexander Kluge, Edgar Reitz und Werner Schröter geprägt. Alles Filmemacher, mit denen Thomas Mauch gemeinsame Arbeiten realisiert hat. Auch das feministische Kino hat Thomas Mauch durch seine Arbeit mit Regisseurinnen wie Ulla Stöckel, Pia Frankenberg und Helma Sanders-Brahms entscheidend beeinflusst und vorangetrieben. Doch Thomas Mauch sollte nicht nur die Zeit um die 1960er und 70er maßgeblich prägen, er kann auch als Vorreiter einer späteren Generation von Filmemachern angesehen werden. Nicht nur, da er talentierte Bildgestalter wie Judith Kaufmann ausbildete, sondern auch, da sich in seiner Kameraarbeit schon Umsetzung und Anlehnung der späteren Forderung der Dogma 95 finden lassen, in welcher die dänischen Regisseure Lars von Trier und Thomas Vinterberg forderten, Spielfilme mit dokumentarischen Mitteln zu drehen. Doch wie lässt sich die Wirklichkeit nun ins Kino holen? Und was macht Thomas Mauchs Arbeit in dieser Hinsicht so besonders? Werfen wir einmal einen Blick auf ausgewählte Filme, die seine Arbeitsweise exemplarisch reflektieren sollen. Starten wir mit einem seiner bekanntesten Filme. Agire der Zorn Gottes aus dem Jahr 1972 unter der Regie von Werner Herzog wurde wie auch Herzogs 1982 veröffentlichter Film Fitzcarraldo mit Klaus Kinski in der Hauptrolle im peruanischen Dschungel gedreht. Thomas Mauchs eigener Kommentar zu diesem Film beschreibt seine Machart umfassend. Es handelt sich eigentlich um einen Dokumentarfilm, da es nichts gibt, was es zu einem Spielfilm macht. Die Bedingungen im Urwald waren suboptimal. Das Drehteam musste mit wenig Budget und Equipment auskommen, verwendete kein künstliches Licht, nahm Laien als Komparsen und war der Umgebung des Dschungels ausgeliefert. Das erforderte Geschick, Geduld und Bereitschaft zur Improvisation. So Mauch: Beim Drehen musste ich stets beide Augen offen halten. Mit einem Auge guckte ich durch die Kamera, mit dem anderen beobachtete ich die Wirklichkeit, weil ich mich darauf einstellen musste, dass jederzeit etwas Unvorhersehbares passieren konnte. Die Wirklichkeit beobachten und einfangen. So sind Szenen wie diese hier entstanden. Mauchs Kameraführung ist zudem oftmals von einer reportageartigen Distanz geprägt. Der Schauplatz verwandelt sich teilweise zu einer Bühne. Die Kamera wird zum Beobachter und zieht sich zurück. Diese dokumentarische Distanz wird auch dann deutlich, wenn man darauf achtet, wie ruhig die Kamera an manchen Stellen ist, im Gegensatz zum Inhalt der Szene. Mauch kommentiert hier, dass er sich selbst die Rolle des Reportagisten zuschreibt, da er mit der Kamera nur verfolgt und dabei bedacht ist, der Kamera nicht zu viel Eigenleben zu geben. Für ihn sollen die einzelnen Einstellungen an sich eigentlich nicht so herausstechen. Sie sollten herausstechen, wenn die Dramaturgie es erfordert, aber nicht, weil sie so wesentlich schöner sind als die anderen. Für ihn muss ein Film manchmal regelrecht im konventionellen Sinne schlechte Einstellungen enthalten. Als Kontrast, als Zwischending, als Zeitraffer.
Dieser Aspekt des Antikünstlerischen oder der Antiästhetik, wie er es nennt, wird unter anderem in dieser Szene deutlich, die auch den einzigen Trick in Aguirre darstellt. 6, 7, 8, 9. Eine zu echt wirkende Inszenierung hätte an dieser Stelle wohl auch einen zu großen Bruch in der gesamten Ästhetik des Films bedeutet, der sich ja maßgeblich über die authentische Atmosphäre und realistische Stimmung definiert. Einen großen Umbruch, nicht unbedingt was seine Arbeitsweise anbelangte, aber doch was Themen und Zusammenarbeiten betrifft, stellen Filmprojekte dar, die Thomas Mauch zusammen mit Helmer Sanders Brahms realisierte. In ihren Filmen findet sich der feministische Zeitgeist wieder. So behandelt sie in ihren Filmen Themen, die sich mit aktuellen politischen Situationen auseinandersetzen, ebenso wie mit Frauenrollen allgemein. Allein die Aufbereitung solcher unmittelbaren Themen bringt die Wirklichkeit ins Kino. Doch durch Mauchs unaufdringliche Kameraführung bekommen Szenen wie diese etwas noch Unverfälschteres, Realeres und Greifbares. Ob ich zum Beispiel arbeiten kann. Ob ich arbeiten kann, wenn ich ein Kind habe. Was mache ich, wenn das Kind krank ist? Wer sorgt dafür? Also, das ist alles sehr schwer. Aber trotzdem haben Sie doch einen ganz starken Kinderwunsch, nicht? Wahrscheinlich ja, sehen Sie das auch so als Potenz an für eine Frau. Ja, ein Kind ich finde das unheimlich wichtig. Ja, also, so beweist Mauch in Filmen wie Unter dem Pflaster ist der Strand eine bemerkenswerte Spontanität, da der Film zum Großteil improvisiert wurde. Das erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Schauspielern, Regie und Kamera, die er auch immer wieder betont. Intime Szenen werden taktvoll eingefangen und machen das entgegengebrachte Vertrauen der Schauspieler gegenüber Mauch spürbar. Die visuelle Authentizität seiner Arbeit und sein dokumentarischer Stil zeigt sich auch darin, dass hier auf einer echten Demonstration, wohlbemerkt unangekündigt, gedreht wurde. Mehr Wirklichkeit kann man mit filmischen Mitteln wohl kaum erzeugen. Den Faschismus Vorschub. In der nächsten Zeit wurde die Abtreibung noch stärker verfolgt. Und im Nationalsozialismus stand sogar Todesstrafe darauf, genau wie in vielen anderen faschistischen Ländern. Diesen Hausfrauenberuf zu machen. Halt. Also bei uns geht es eben nicht anders, nur weil er studiert und doch, ich arbeite. Ich kann doch. Auch seine Tendenz des Antikünstlerischen, des überaus Authentischen, wird hier an Stellen deutlich, bei welchen Passanten, die sich im hinteren Bildrand befinden, nicht aus dem Bildrahmen geschnitten werden. In gewisser Weise findet hier auch eine Dokumentation des damaligen Lebens statt, sowohl im Thema des Films, wie auch im Festhalten der filmischen Bilder. Auch in Shirins Hochzeit ist seine dokumentarische und unaufdringliche Kamera präsent. Die Kamera begleitet Shirin regelrecht, verfolgt ihre Entwicklung und dokumentiert ihre Erfahrungen in einer ihr fremden Welt. Die authentische Darstellung von Realität und sein Stil der Reportagekamera ist jedoch nur ein kleiner Aspekt von Mauchs Kameraarbeit. Er selbst möchte sich keinem klaren Stil zuordnen. Ihn also auf den dokumentarischen Stil zu beschränken, wäre viel zu banal. Doch drückt sich genau hier aus, was ihn und seine Arbeit von vielen anderen Kameramännern und Frauen abheben dürfte. Seine Spontanität und Improvisation, seine Adaptierfähigkeit und die Fähigkeit, mit seiner Umgebung zu arbeiten, anstatt gegen sie. Wagnisse einzugehen und mit einem unverfälschten Auge auf die Wirklichkeit zu blicken. Helmer Sanders Brahms sagte einmal, dass Thomas Mauch zumindest für Herzog, Kluge und sie ein Kameramann sei, dem sie einen Teil ihrer Identität als Filmemacher verdanken. Und nicht umsonst wird Thomas Mauch auch als Auge des jungen deutschen Films bezeichnet. Thank you.
Thank you.